Grüß euch, ich bin die Simone aus Ramberg und ich zeige euch heute, wie man ein ganz gutes Bauernbrot selber machen kann. Das ist ganz einfach, ein ganz einfaches Rezept mit Sachen, die normalerweise jeder daheim hat. Und das ist ganz knusprig und damit könnt sicher eure ganze Familie dann verwöhnen. Viel Spaß! So, jetzt machen wir den Sauerteig für morgen. Da haben wir den Sauerteigansatz. Dann rocken wir und gleich viel Wasser und das vermischen wir jetzt da. Dazu nehmen wir den ganzen Ansatz vom Kühlschrank. Dann geben wir das Wasser dazu. Dann das Mehl. Und dann alles so gut durchmischen, dass es einfach vereint ist. Und dann können wir es über die Nacht stehen lassen und am nächsten Tag ist der dann fertig. Deckel drauf, dass ein bisschen Luft zubekommt, aber nicht zu viel. In den Raum in der Küche herstellen und dann sind wir fertig. Fertig. So, wie wir da sehen, haben wir da den Sauerteig, den wir gestern am Abend angesetzt haben. Der ist schön aufgegangen, der ist, wenn man da auf Zeiten schaut, circa doppelt so hoch geworden. Das ist ganz gut. Der blubbert schön, wenn man da ein bisschen mit dem Löffel reinfährt, sieht man da, wie locker der ist. Und der ist jetzt perfekt zum Verarbeiten. Wenn man noch keinen Sauerteig hat, dann kann man den innerhalb von 5 Tagen selber machen, indem man jeden Tag einfach die gleiche Menge Wasser mit der gleichen Menge Mehl vermischt und jeden Tag das dann dazu mischt und bei Zimmertemperatur stehen lässt. So werden dann die Bakterien eingefangen und dann hast du am 5. Tag einen schön blubberigen Sauerteig. Das stellen wir jetzt einmal wieder da her. Dann brauchen wir 650 Gramm Roggenmehl. Roggenmehl, wenn du zu Roggenmehl im Brot hast, ist es super praktisch, weil dann brauchst du nicht einmal eine Knetmaschine, weil die muss nicht so lange geknetet werden und die Brote werden dann super softig damit. Dann brauchen wir 250 Gramm Weizenmehl. Weizenmehl ist gut, dass der Teig sich gut verarbeiten lässt, weil sich der Kleber dann richtig gut ausbildet und gibt dann so ein abgerundetes Bild und es wird nicht so ganz so herb, wie wenn du nur Roggenmehl verwenden würdest. Dann brauchen wir ein Gerb. Ich habe da jetzt so 10 Gramm genommen. Man kann, also wir haben ca. 1 Kilo Teig, 1 Kilo Mehl. Man kann zwischen 10 und 20 Gramm eigentlich alles nehmen. Man kann es auch komplett ohne machen, weil der Sauerteig ja eh geht. Aber um das ein bisschen zu unterstützen, dann ja, nehme ich halt ein bisschen ein Gerb dazu. Pro Kilo Mehl braucht man dann immer 20 Gramm Salz und ein bisschen Brotgewürz habe ich da rein. Je nach Belieben kann man machen, muss man nicht. Gleich wie mit verschiedenen Saaten, man kann auch Sonnenblumenkerne reintun oder Walnüsse, Leinsamen, was auch immer man gerne mag. Und zu guter Letzt das Wasser. Da habe ich jetzt lauwarmes Wasser genommen. Es ist wichtig, dass es nicht ganz heiß ist, weil sonst da, stirbt die Germ ab und dann kann es gar nicht mehr gehen. In dem Fall haben wir jetzt 600 Gramm Wasser. Bitte das auch abwiegen, das ist ganz wichtig, weil sonst da wird der Teig ganz anders von der Konsistenz, wie was wir haben wollen, dann kann es zu flüssig oder zu fest werden. Passt. Und dann rühren wir das jetzt alles zusammen. Okay, als erstes kommt einmal das Wasser in die Schüssel. Dann tun wir 300 Gramm vom Sauerteig dazu. Das, was vom Sauerteig überbleibt, tun wir dann wieder als Ansatz sozusagen in den Kühlschrank, in ein kleines Glasl. Und können wir dann das nächste Mal wieder brauchen. Indem wir dann wieder unseren Sauerteig ansetzen. Also das kann ewig fortgeführt werden. Dann tun wir als nächstes die Germ rein. Salz und Brotgewürz. Dann rühren wir mal ein bisschen um. So, dann kommt das Mehl am Schluss noch. Und
und das Weizenmehl. So, dann rühren wir das einmal grob um und dann tun wir es auf die Arbeitsplatten und kneten das ein bisschen durch und dann kommt es wieder in die Schüssel. So, jetzt haben wir das schon ein bisschen vermengt. Jetzt stürzen wir es auf die Arbeitsflächen und machen mit den Händen weiter. Dazu streuen wir ein bisschen Roggenmehl auf die Arbeitsflächen. Wichtig, bitte immer Roggenmehl zum Verarbeiten nehmen und nicht ein Weizenmehl, weil das verändert die Teigkonsistenz zu viel. Weil da sich ja wieder dann der Kleber entfalten muss und beim Roggenmehl ist das nicht so der Fall. Also beschreiben wir das jetzt ein bisschen. Und dann stürzen wir den raus. Alles mitnehmen, was geht. So, dann brauchen wir kräftige Hände und versuchen da mal einen Teig draus zu machen. Wenn er zum Bicken anfängt, einfach ein bisschen Mehl wieder nehmen. Und er soll so lange geknetet werden, bis er eine recht glatte Oberfläche kriegt, dass er schön homogen dann ist. Fangen wir das ganze Mehl ein da. Also so ein paar Minuten kneten, das darf schon sein. Tun wir noch so lange, bis das Ganze mit Arbeitsflächen aufgearbeitet ist. Und dann geht es schon ins Kerberl zum Rosten. Und wenn der Teig zu pickert vorkommt, zu klebrig, der kann ja entweder weniger Wasser nehmen am Anfang einmal und dann langsam dazu tun. Oder da jetzt dann mehr Mehl zum Einarbeiten nehmen. Er sollte sich eigentlich gut bearbeiten lassen und an die Finger nicht zu viel picken. Schauen wir, dass wir eine recht schöne Kugel zusammenbringen, wo der Schluss, also das da alles reinzacken und nicht allzu groß ist. Machen eine Kugel draus. Dann gehen wir wieder in die Schüssel, die vielleicht ein bisschen bemühen wieder, dass er noch leichter rausgeht. So, Geschirrhangerl drauf. Und dann lassen wir nochmal so lange rosten, bis er so drei Viertel bis doppelt so viel aufgegangen ist. Je nachdem, wie viel Germ das ihr nehmt, wie gut der Sauerteig ist, dauert das, würde ich sagen, eine bis zwei Stunden. Dann sehen wir uns später. Das ist jetzt der überbliebene Sauerteig. Den füllen wir jetzt in ein Schraubglas. Das kommt dann in den Kühlschrank, kann 1 bis 2 Wochen dort drinnen bleiben, bis wir ihn wieder brauchen und dann wird er wieder gefüttert. Bis zum nächsten Mal Brot backen dann. So wie gleich wie wir gestern gemacht haben. Und wenn das nur ein Esslöffel ist, ist das auch okay. Solange man irgendwas aufgehört, das ist das Wichtigste, weil sonst muss man wieder ganz von vorne anfangen. In den Kühlschrank. So, jetzt schauen wir mal, ob er aufgegangen ist. Das passt gut. So sollte er ungefähr ausschauen. Jetzt tun wir noch mal ganz kurz ein bisschen durchkneten, bevor wir dann in die endgültige Form gehen. Also stürzen wir noch mal raus auf die Arbeitsfläche. Bisschen Mehl.
Und jetzt schauen wir, dass wir eine schöne Kugel zusammenbringen. Also alle Seiten einmal einklappen sozusagen. Bis dann eine schöne Kugel wird. So. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn man so ein Gärkörbel daheim hat, wie man da sieht, dann lässt man es am besten da drinnen gehen. Entweder man bestäubt es oder man tut ein Dirkel rein, so wie ich es jetzt machen werde, bestäubt es dann und legt es rein. Und dann kann man es entweder mit der schieren Seite nach unten legen, dann wird es schön aufgerissen. Oder man legt es mit der schönen Seite oben. Nachher wird es ein schön glattes Brot und nachher sieht man die Muster von dem ganz gut. Ich mag das aufgerissen recht gern. Deshalb tue ich das jetzt da mit der schieren Seite nach unten. Wenn man kein Gärkörbel hat, kann man es natürlich auch einfach das Tierchen da rein tun, wieder in die Schüssel und schön bemühen. Aber es ist wichtig, dass irgendwo in einer Form drinnen ist, damit die Form schön kalt und nachher nicht auseinanderläuft beim Backen. So. Das können wir jetzt auch schon niederdrucken, weil der geht ja eh wieder auf dann. Und noch ein bisschen bestäuben, weil es kann sein, dass da schöne Risse werden. Und dann deckt man wieder zu. Ich würde sagen, ca. eine halbe Stunde. Und in der Zeit können wir schon das Backrohr vorheizen. Das, am Anfang tut man immer eine hohe Temperatur nehmen. Und nachher, nach ca. 15 Minuten, wo sich dann ein bisschen eine Kruste bildet hat, schalten wir dann runter. Also ich würde sagen, wir können jetzt da auf Heißluft 230 bis 250 Grad einschalten. So, eine halbe Stunde ist vorbei. Es ist wieder schön aufgegangen, wie man sehen. Jetzt stürzen wir es da aufs Blech auf und dann müssen wir es mit viel Dampf einschießen. Beim Dampf ist es so, man kann entweder nehmen eine Blumenspritze und dann ein paar Mal einspritzen in den Ofen, damit ein bisschen Dampf entsteht. Oder man kann ein Blech unten und unterst einschieben und da noch einen Eiswürfel oder kaltes Wasser draufschießen, dass schnell ein Dampf entwickelt. Oder man stellt unten ein Gefäß ein und tut da dann noch Wasser drauf. Am Anfang ist wichtig, weil dann kann es noch richtig schön aufgehen. Und danach, so nach 10-20 Minuten, da kann man zum Beispiel das Rohr kurz aufmachen, dass der Dampf rausgehen kann. Und dann kann es richtig die Kruste sich ausbilden. Also stürzen wir das jetzt einmal raus. So, dann gehen wir zum Backrohr. Ich habe da jetzt ein Gefäß unten drunter stehen, weil mein Backrohr recht klein ist. Und da werden wir dann jetzt ein kleines Wasser drauf sprühen. So. Und dann werde ich noch ein paar Mal mit der Blumen spritzen. Schnell zumachen, damit alles drinnen bleibt. Dann lassen wir es bei ca. 240 Grad 15 Minuten anpacken und nachher können wir überschalten auf 190 Grad. Circa eine Stunde ist es drinnen und dann holen wir das frisch gebackene Brot raus. So, jetzt ist die Stunde vorbei. Jetzt schauen wir mal, ob es fertig ist. Um das zu überprüfen, können wir es jetzt einmal umdrehen und die Klopfprobe machen. Klingt gut, das klingt schön hohl. Das ist fertig. Das heißt, das können wir da jetzt zum Auskühlen da hergeben. So, jetzt ist das Brot ein paar Stunden auskühlt und jetzt können wir es anschneiden und schauen, was wir da kurz fabriziert haben. Eine ganz knusprige Rinden haben wir da. Hört man schon beim Aufschneiden. Es ist noch ein bisschen lauwarm, aber da sehen wir, es ist ein ganz lockeres Brot geworden, das sicher allen schmecken wird. Ich wünsche euch